Ein Business, das läuft. Ist das nicht das, was alle Selbstständigen und Unternehmer wollen? Neue Kunden, mehr Umsatz und vor allem mehr Einkommen. Und das fast wie von selbst. In diesem Podcast erfährst du wöchentlich praktisch umsetzbare Tipps und Strategien, mit denen du dein Geschäft verwandelst. Und zwar in ein Business, das läuft. Von und mit Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zur ganz brandneuen Folge des Podcasts Ein Business, das läuft. Folge Nummer 10. Heute mit dem Titel 43 Content-Ideen für deine Online-Kanäle, damit du dich nie mehr fragst, was soll ich bloß posten. Dieser Post von mir und das dazugehörige E-Book, ich komme dann später aufs E-Book ohnehin zu sprechen, hat ziemlich viele sehr seltsame Kommentare verursacht, speziell auch auf Facebook. Es haben sehr viele Leute kommentiert, naja, wenn man nicht weiß, was man posten soll, dann postet man eben nichts. Irgendjemand hat geschrieben, einfach mal die Klappe halten und derlei teilweise gar nicht so schöne Sachen. Weil, und das ist jetzt ein wesentlicher Punkt, weil viele Menschen Facebook halt als privates Medium sehen. Wenn du aber beruflich mit deinem Business auch auf Facebook unterwegs bist, dann hat das natürlich einen ganz anderen Aspekt. Um heutzutage gutes Geschäft zu machen, brauchst du oder hilft gerade als Personenmarke oder als selbstständiger Dienstleister, hilft dir Bekanntheit, Reichweite. Wenn man dich kennt, zahlt man mehr für dich. Experten werden besser bezahlt, bekannte Experten werden auch besser bezahlt. Und damit man dich kennt und auf dich aufmerksam wird, sind eben soziale Medien im Speziellen ein Teil des Spiels heutzutage. Und wir sind ja in einer Zeit, wo wir mit unglaublich vielen Eindrücken und Reizen tagtäglich konfrontiert werden. Alleine auf Facebook oder auf Social Media Tausende und Abertausende. Das heißt, um hier auch aufzufallen bei deinen Zielkunden, muss man entweder sehr kreativ sein oder qualitativ sehr hochwertig, idealerweise beides, und das reicht auch noch nicht, sondern du musst auch in einer bestimmten Frequenz da vertreten sein, sonst gehst du einfach unter. Einmal die Woche Facebook, wie es vielleicht vor ein paar Jahren noch gereicht hätte, ist heutzutage, also ferner liefen, da kommst du im Prinzip gar nicht mehr weiter. State of the Art, wenn man so mag, ist durchaus ein paar Mal pro Tag auf verschiedensten Kanälen was Sinnvolles, Kreatives, Lustiges, Humorvolles, qualitativ Hochwertiges zu posten. Und das ist genau der springende Punkt. Das heißt, wenn ich in meinem Business auf diese Kanäle angewiesen bin oder sie zumindest nutzen möchte professionell, dann kann ich ja nicht einfach nichts tun, wenn mir nichts einfällt, sondern ich muss mir halt was überlegen. Und genau darum geht es bei der heutigen Episode. Eben um, was kannst du denn posten, wenn dir nichts einfällt? Und dazu habe ich, wie gesagt, ein E-Book geschrieben, das genauso heißt, 43 Content-Ideen für deine Online-Kanäle, und habe das in den Shownotes auch verlinkt. Du kannst es dir dann über diesen Link herunterladen. Und nein, ich werde nicht alle 43 Varianten aufzählen, aber ein paar davon. Aber bevor wir zu den Varianten der verschiedenen Postings kommen, so ein paar Grundlagen dafür. Was meine ich mit Grundlagen? Erstens mal gilt es zu überlegen, welche Content-Ideen brauchst du denn für welche Kunden? Wo erreichst du deine potenziellen Kunden? Facebook ist ja nur ein Beispiel jetzt. Wenn deine potenziellen Kunden gar nicht auf Facebook zu finden sind, dann wird es keinen Sinn machen, dich auf Facebook herumzutreiben, wenn auch nicht absehbar ist, dass deine Kunden bald da sein werden. Wobei ich sagen muss, es gibt immer weniger Branchen und Bereiche, wo man die Kunden gar nicht auf Facebook antrifft, weil Facebook als Medium einfach so riesig geworden ist. Wenn du jetzt Facebook persönlich nicht magst, dann ist das deine Sache und du musst es ja auch nicht mögen, aber wenn deine Kunden da sind, dann macht es trotzdem sehr, sehr viel Sinn, diesen Kanal zu nutzen. Also ich empfehle auch jedem meiner Coaching-Klienten, Facebook zu nutzen, wenn die Kunden da sind, und zwar unabhängig von den persönlichen Befindlichkeiten. Also, erste Frage ist, welche Content-Ideen für welche Kunden? Das zweite ist, welche Content-Ideen für welche Kanäle? Nicht jeder Kanal funktioniert gleich. Xing zum Beispiel ist ganz was anderes als Facebook. Manche Kanäle sind sehr bildlastig und videolastig, wie Facebook zum Beispiel im Moment sehr videolastig und bildlastig ist. Auf Xing
kannst du keine Videos hochladen, so irgendwie einfach. Bezahlt geht das, glaube ich. Auf Xing bist du sehr textgebunden. Xing funktioniert ganz anders. Und Instagram, falls du das verwendest, das funktioniert wiederum ganz anders. Hat eine ganz andere Strategie dahinter und ganz andere Idee. Also du brauchst durchaus unterschiedliche Sachen für unterschiedliche Kanäle, was es nicht unbedingt einfacher macht. Es wird dadurch noch komplexer, noch vielfältiger, zwar abwechslungsreicher, ja, aber du brauchst noch mehr Ideen. Und wenn wir jetzt von unseren 43, und ich bin überzeugt, da gäbe es noch viel mehr, und irgendwann mache ich wahrscheinlich ein Update dieses E-Books und erweitere es auf 99 zum Beispiel, aber 43 sind schon eine ganze Menge. Wenn wir uns die anschauen, dann kann man die grob unterteilen mal in einerseits Text, Foto, Video, Audio, also in Darstellungsvarianten dieser Art. Ich kann als Text darstellen, als Foto darstellen, als Video darstellen und als Audio darstellen. Und viele der 43 Ideen aus dem E-Book kannst du auf verschiedene Arten darstellen. Du könntest ein und dieselbe Idee vielleicht als Text darstellen, aber auch als Foto oder als Video oder auch als Audio. Wenn du jetzt hernimmst, du würdest zum Beispiel jemanden, der gut passt, interviewen, dann könntest du so ein Interview als Text abdrucken oder abtippen und als Text darstellen. Du könntest ein Foto vom Interview machen und es dem Text zusätzlich beistellen. Du könntest das Video natürlich auf das Interview auf Video aufzeichnen oder auch die Audiospur separat aufzeichnen. Also je nachdem, und das ist gut, weil das gibt schon wieder deutlich mehr Vielfalt. Eine Sonderstellung haben die zwei weiteren Dinge. Das eine ist die sogenannte Slideshow. Was ist eine Slideshow? Eine Slideshow sind ein paar Slides, PowerPoint oder Bilder oder was auch immer, die du quasi aneinander hängst und die in einer Videoart automatisiert ablaufen. Ist ähnlich, aber trotzdem etwas anderes als Video, und es gibt dafür eine spezielle Plattform, wo man so etwas auch online stellen kann. Das nennt sich Slideshare.com. Slideshare.com. Ich verlinke das auch in den Shownotes. Und noch eine Sondervariante sind sogenannte Infografiken. Infografiken ist zwar streng betrachtet ein Bild, eine Grafik eben, aber es ist ein relativ komplexes Bild, wo auch oft Abläufe reingepackt werden, wo Texte reingepackt werden, die teilweise auch ganz unübliche Formen haben, diese Infografiken, die teilweise recht groß sind, manchmal sehr breit, manchmal sehr lange. Also eine Sonderart von Bild, was durchaus Sinn macht, einerseits gleichzeitig relativ aufwendig zu erstellen, aber dafür kannst du es sehr vielfältig auch verwenden. So, das wäre so ein bisschen die Basis dafür. Dann habe ich mir gedacht, ich bringe euch so ein paar Ideen aus dem E-Book mit. Also, ein paar der 43 Ideen. Du könntest mit Zitaten arbeiten. Zitate am besten mit passenden Bildern hinterlegt, je nachdem, worum es in deinem Business geht, werden ganz gern geliked, manchmal auch geteilt. Das ging früher, vor 1, 2, 3 Jahren, noch deutlich besser mit den Zitaten, ist aber immer noch eine Darstellungsform oder etwas, ein Content, den man durchaus verwenden kann. Es muss halt zum Business passen. Du könntest, wie schon erwähnt, Interviews machen. Der Content muss daher nicht immer von dir stammen. Du kannst andere Menschen interviewen, die für dein Business spannend sind. Können Kollegen sein, können Kunden sein zum Beispiel. Warum nicht Kunden interviewen? Oder Lieferanten interviewen, auch das könnte ganz gut passen. Das hat den Vorteil, das kannst du dann gleich eben, wie gesagt, auch als Video mitschneiden vielleicht und mehrere Kanäle damit bedienen, auch Videokanäle wie YouTube. Oder du könntest die Tonspur auskoppeln und es auch als Podcast verwenden. Eine weitere Idee für Content, um Content zu produzieren, sind Umfragen. Umfragen werden teilweise sehr, sehr gern verwendet, geliked, beantwortet etc. Da kommt sehr stark auf die Formulierung der Frage an. Du kannst eine Umfrage in einfacher Form machen, indem du einfach die Frage samt Varianten eintippst ins Medium. Xing vielleicht weniger, Facebook eignet sich da sehr gut dafür. Du könntest Antwortvarianten vorgeben mit A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, wie auch immer, und stimmt ab sozusagen. Es gibt auf Facebook jetzt auch teilweise auf den Seiten Umfragetools, die allerdings, soweit ich jetzt weiß, nur 2 Antwortalternativen zulassen. In der simpelsten Form ist eine Umfrage einfach eine Frage, die du stellst, mit der Bitte um Kommentar oder um ein Ja-Nein in simpelster Form. Du könntest es aber auch noch umfangreicher, professioneller machen, indem du auf ein Tool wie SurveyMonkey verlinkst und dir dort eine umfangreiche oder professionellere Umfrage erstellst. Auch SurveyMonkey verlinke ich in den Shownotes als Tool.
Umfang. Also Umfang hat auch den Vorteil, du kannst die Ergebnisse dann wiederum aufteilen in kleine Häppchen und damit auch wiederum einigen Content produzieren. Eine weitere Idee, das ist jetzt nicht unbedingt der Reihenfolge nach, aber ich nehme so beispielhaft ein paar Ideen aus dem E-Book raus, sind sogenannte Fill-in-the-Blank-Posts. Was sind Fill-in-the-Blank-Posts? Eine spezielle Art von Fragen oder von Umfragen, eigentlich mehr von Fragen, die aber ganz witzige, interessante Antworten produziert. Wie funktioniert es? Du schreibst einfach einen unvollendeten Satz hin, eine unvollendete Aussage. Sowas wie Donald Trump ist Punkt, 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 Punkt. Und die, die das lesen, sollen das quasi beenden. Und da kriegst du natürlich eine Menge, je nachdem, welchen Satz du hinschreibst, eine Menge ganz interessanter, lustiger, spannender, manchmal blöder und ausgefallener Kommentare drauf. Kann aber auch was anderes sein, sowas wie Freiheit bedeutet für mich. Also was auch immer du in deinem Business tust, es finden sich sicher passende Aussagen dazu. Eine weitere Idee könnte sein, Fehler, mit Fehlern zu arbeiten als Content. Warum? Das Leben läuft nicht immer perfekt ab, es passieren Fehler. Und Fehler machen dich sympathischer, angreifbarer, gerade auch als Personenmarke, als selbstständiger Dienstleister. Es können große Fehler sein, es können kleine Hopperlas sein, aus denen wir lernen. Fehler zu machen an sich ist eine gute Sache, wenn wir schaffen, daraus zu lernen. Also du kannst den Fehler schildern, du kannst deine Lernerfahrung daraus schildern. Ein Fehler könnte Material für mehrere Posts aus mehreren Aspekten hergeben. Auch Fehler kann man, je nachdem, was es für ein Fehler ist, auch wieder als Text darstellen, als Foto darstellen. Eignet sich vielleicht nicht so gut für ein Abflussdiagramm, aber hat vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Eine weitere Idee wären Beiträge aus Printmedien oder auch aus digitalen Medien. Du kannst natürlich über ein Tool wie Google Alerts, falls du das noch nicht kennst, A-L-E-R-T-S, Google Alerts, da kannst du dir Keywords einrichten, die dich in deinem Business interessieren. Bei mir wäre es zum Beispiel sowas wie Preispsychologie oder Preisgestaltung oder Preisstrategie oder auch Rabattschlacht und solche bösen Dinge. Und Google schickt mir jeden Tag Mails, wenn diese Schlagworte irgendwo in den Medien aufpoppen. Und da sind dann zum Teil sehr interessante Beiträge aus diversen Medien dabei, die ich dann auf meiner Seite oder auf meinen Kanälen auch wieder verarbeiten kann, die ich teilen kann, die ich kommentieren kann, die Ideen liefern für eigene Beiträge und Kommentare und Posts und so weiter und so fort. Und vielleicht noch als letzte Idee, weil ich will ja nicht alle 43 aufzählen, sondern dir nur einen Vorgeschmack geben. Du könntest das Gegenteil behaupten. Oft ist es ganz spannend, herzugehen und zu sagen, was glaubt denn oder was sagt denn die Mehrheit in deiner Branche, in deinem Business, in deinem Bereich. Und dann geh mal her und versuch's mit dem Gegenteil. Was heißt das? Politisch betrachtet oder so gesellschaftlich betrachtet ist das Thema Flüchtlinge in den letzten Jahren ein sehr heißes Thema, politisch, gesellschaftlich etc. Und alle schreiben, wir haben so viele Flüchtlinge und das ist so furchtbar und so weiter und so fort. Da könntest du zum Beispiel mit einem Beitrag, der sich nennt 5 Gründe, warum wir mehr Flüchtlinge brauchen, durchaus auffallen. Das wäre eine kreative Art aufzufallen. Natürlich brauchst du dann 5 vernünftige Gründe, warum wir mehr Flüchtlinge brauchen. Wobei ich würde meinen, die sind gar nicht so schwer zu finden. Also strukturiert nach dem Gegenteil suchen kann dir auch eine Menge brauchbarer Ideen für Content liefern. Für kleine Content-Stückchen auf diversen Social-Media-Kanälen oder auch für größere in Form eines Blogbeitrages oder eines Podcasts oder auch für ganz große in Form eines Buchs. Ja, das waren so ein paar Aus- und Einblicke in dieses E-Book 43 Content-Ideen für dein Online-Business. Das heißt natürlich nicht nur für dein Online-Business, sondern für dein Business, für deine Online-Kanäle, wollte ich sagen. Was kannst du tun mit diesem Podcast heute? Am besten jetzt gleich E-Book downloaden. Wie gesagt, über den Shownotes findest du den Link zum Download des E-Books und lass dich überraschen, welche weiteren Ideen da auf dich warten, und ich verspreche dir, du wirst sicher fündig, und ich freue mich schon auf viele kreative Beiträge von dir. Die besten Ideen daraus kannst du dann auch mit mir teilen, du kannst aufs E-Book verweisen vielleicht, wenn es gut passt, teile ich das dann wieder weiter, dann habe ich auch wieder ein Content-Stückchen für meine Kanäle, teile ich das auch wieder gerne weiter auf meinen Kanälen. Also wenn du da was postest, inspiriert durch das E-Book, dann
tag mich auf Facebook, markiere mich auf den anderen Kanälen, dann haben wir alle was davon. Wenn dir die Folge gefallen hat und vor allem wenn dir das E-Book gefällt, freue ich mich ganz besonders über eine kurze, wohlgemeinte Rezension. Am liebsten sind mir die mit diesen vielen, vielen Sternen, natürlich, klar. Und solltest du meinen Kanal noch nicht abonniert haben, dann mach das jetzt, am besten gleich. Wenn du mit dem Auto fährst, bleib jetzt stehen, Achtung, nicht abrupt bremsen, sondern irgendwo an den Rand fahren und abonniere meinen Kanal, weil natürlich beim Fahren abonnieren geht gar nicht, viel zu gefährlich und ich will dich ja als Podcast-Hörer auch noch lange, lange, lange behalten und unterhalten. In diesem Sinne sind wir heute auch durch mit einem Teil der 43 Content-Ideen für deine Online-Kanäle. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, diesen Podcast einzusprechen. Merk auch von Podcast zu Podcast, es geht immer flüssiger und runder. Auch das kann man offenbar lernen, hier ins Mikrofon zu sprechen und sich die Zuhörerschaft vorzustellen. Ich freue mich, wenn du aus dem E-Book viele, viele Ideen hast, vieles davon umsetzt. Und wenn wir uns nächstes Mal wieder hören, wenn es heißt, ein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romankmenta.com. Und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.